Hi, liebe Leute, wir sind heute im schönen Kirchberg, Tirol. Und wie ihr schon erkennen könnt, bin ich nicht alleine. Ich habe jemanden dabei. Hi, ich bin der Kurt Exenberger, Fahrtechnik-Trainer in Kirchberg. Ja, kein unbekanntes Gesicht für alle Leute, die auf YouTube Fahrtechnik-Videos gucken. Also da werdet ihr bei ihm bei der Bike Academy Videos finden, die schon sehr vielen Bikern geholfen haben. Dann dachten wir, machen wir mal was zusammen. Und zwar dicke Reifen, Schneebiken. Es müssen nicht immer dicke Reifen sein. Wir haben jetzt mal Fatbikes genommen und wir geben euch wichtige Tipps, wie ihr im Schnee sicher unterwegs seid. Und auch wenn ihr im Urlaub seid und ihr wollt mal kein Skifahren, sondern Fatbiken, dann habt ihr Tipps oder für zu Hause. Unser erstes Thema, das Verhalten auf Schnee, wenn man mit dem Bike unterwegs ist. Die Grundposition, da haben wir Videos einige für gemacht, auch aktuelle. Da möchten wir jetzt nicht nochmal alles neu erklären, weil ein Fatbike ist auch ein Mountainbike. Da gibt es jetzt nicht alles neu, aber im Schnee gibt es ein paar besondere Tipps. Und weil der Schnee verschieden ist, gibt es da verschiedene Tipps. Harter Schnee, was würdest du sagen, was kann man da in der Position noch anwenden? Ja, im harten Schnee ist es sehr ähnlich wie im Sommer. Außer, dass du halt immer mit diesem Traktionsproblem kämpfst. Und für Richtungswechsel, wenn du auch Kurven fahren musst, dann brauchst du auch auf jeden Fall sehr viel Grip am Vorderrad. Das heißt, den Druck ein bisschen verstärken auf dem Vorderrad. Indem du mit den Schultern tiefer gehst, das Becken aber trotzdem in einer schönen Position hinten behältst. Also die Beine lang lassen und richtig mit den Schultern runter und draufdrücken aufs Vorderrad. Denn nur mit guter Traktion machst du dann auch einen Richtungswechsel. Wenn ihr in tieferen, weicheren Schnee kommt, egal ob ihr das wisst, wie tief es ist oder nicht, es gibt ja immer Veränderungen. Und damit das Vorderrad nicht abrupt einschnappt und euch mit über den Lenker wirft, gibt es so eine Sicherheitsposition, die ihr anwenden könnt für tiefen Schnee. Das heißt, die Ellenbogen zeigen natürlich weiter nach außen, doch man verlagert seine Position im Vergleich zu der normalen Grundposition leicht nach hinten. Man hat dann viel Traktion auf dem Hinterrad und kann wirklich noch gut reagieren, wenn das Vorderrad etwas tiefer einsinkt. Wenn ihr in dieser Sicherheitsposition seid, mit leicht verlagerten Schwerpunkt nach hinten, habt ihr mehr Körpergewicht auf dem Hinterrad. Das heißt, auch die Bremse hinten hat mehr Power. Man kann noch besser Traktion beim Bremsen finden. Und beim Fatbike jetzt besonders, wenn ihr eine Schneedecke habt, dann ist es so, dass das Vorderrad aufschwimmt, dadurch, dass ihr etwas Gewicht mehr hinten habt und nicht sofort einsinkt, was euch mit einem schmalen Reifen passieren würde. Generell, je schneller man fährt, desto eher poppt das Vorderrad aus dem Schnee raus und schwimmt auf. Also Speed ist hier auf jeden Fall ein Helfer. Liebe Leute, es ist ganz wichtig, wie ihr auf dem Rad steht. Filmt euch ruhig mal, fotografiert euch mal, guckt es euch an und dann werdet ihr auch unsere Tipps gut berücksichtigen können. Wir sehen uns im nächsten Video und ihr besucht bestimmt mal den Kurt. Wo findet man dich? Unter www.bikeacademy.com oder direkt in Kirchberg in Tirol. Solltet ihr immer hin, allein das Panorama und die Strecken und Trails im Sommer und im Winter, das Fatbiken auf jeden Fall eine Reise wert. Natürlich ist es immer ein Thema, dass man auch vernünftig um die Kurven kommt. Der Schnee hat einfach andere Eigenschaften als das, was wir normal fahren. Und wir geben euch ein paar Tipps, damit ihr auch sicher die Kurve kratzt im Schnee, auf harten Schnee. Hier unsere Tipps. Also beim Kurvenfahren müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir beide Räder gut belasten, vorne Gewicht und auch hinten Gewicht. Dann haben beide Reifen gute Traktion. In der Kurve dann, wenn der Radius zumacht, ist es wichtig, den Druck aufs Vorderrad ein wenig zu erhöhen, um mehr Traktion zu erzeugen. Das mache ich wieder aus den gebeugten Armen, indem ich nach unten drücke. Liebe Leute, wir haben auch noch Kurvenvideos mit ganz vielen Details. Wir möchten jetzt noch ein paar Tipps geben, wie ihr im Schnee um die Kurve kommt. Und denkt natürlich daran, ihr fahrt dahin, wo ihr hinguckt. Das heißt, ihr müsst mit dem Körper euch eindrehen und weiter den Blick dahin visieren, wo euer Trailverlauf ist. Wenn ihr mit eingedrehtem Körper in der Kurve fahrt, ist es noch ein gutes Mittel, wenn ihr euer äußeres Knie Richtung inneren Rahmen schiebt. Dadurch kann sich die Hüfte noch besser drehen. Was auch hilft, ist, wenn euer äußerer Ellenbogen auch weiter mitdreht, um da eine gute Körperrotation einzuleiten. Genauso wie im Sommer auf trockener Fahrbahn ist es natürlich auch auf Schnee wichtig, sein Bike in die Kurve zu neigen. Das heißt, ich drücke mein Bike rein, der äußere Ellbogen führt durch die Kurve. Somit habe ich meinen Körperschwerpunkt schön über den Reifen platziert und kann super Traktion erzeugen. Liebe Fatbike-Freunde und die, die es noch werden wollen, ihr könnt es im Urlaub mal probieren. Diese Reifen haben sehr wenig Luftdruck, teilweise 0,5 Bar, es hängt auch ein bisschen vom Körpergewicht ab.
und das fühlt sich anders an erstmal. Gerade wenn ihr auf dem Parkplatz die ersten Kurven fahrt, seid nicht verunsichert. Die Fatbike-Reifen haben ein bisschen eigenes Feeling, bieten aber unglaublich viel Traktion und Grip. Deswegen muss man sich darauf einlassen. Beim Fatbiken auf Schnee ist es natürlich nicht immer selbstverständlich, dass wir die Kontrolle über alles haben. Das heißt, mein Bike wird hin und wieder wegrutschen. Gerne in Kurven geht man schnell über das Limit und die Reifen rutschen nach außen weg. Mit Flat Pedals tue ich mir natürlich viel leichter, in so einer Situation schnell mal das Bein auf den Boden zu stellen und wieder weiterfahren. Mit Klickpedalen ist es eventuell schwieriger, schnell auszuklicken. Unsere Empfehlung fürs Fatbiken sind eindeutig Flat Pedals. Ride, don't slide, den Spruch kennt ihr, aber auf Schnee könnt ihr euch ruhig mal ein bisschen rumsliden. Das macht Spaß und wenn ihr nicht gerade auf einer Eisplatte seid, dann tut ein Sturz beim Wegrutschen auch nicht so weh. Deswegen macht es, das waren unsere Tipps. Es geht ums Schneebiken mit Fatbike oder mit normalen Bike. Und zwar, es geht darum, dosiert zu bremsen. Das kennt ihr aus unseren anderen Videos. Doch im Schnee ist alles etwas spezieller, als man es gewohnt ist. Und deswegen geben wir euch ein paar Tipps. Unser erster Tipp fürs Bremsen auf Schnee ist Vorsicht mit der Vorderbremse. Das würden wir so im Sommer nicht sagen, denn hier soll die Vorderbremse dein bester Freund sein. Aber im Winter auf Eis, auf Schnee ist es sehr schwierig zu kontrollieren. Manchmal kann das Vorderrad abrupt wegrutschen. Deswegen bremse eher mit der Hinterbremse. Das führt zwar oft zu Slides, auch nicht sehr gut kontrolliert, aber wenn dir das Vorderrad wegrutscht, das endet meistens nicht so gut. Es ist ja immer dasselbe Spiel beim Bremsen. Dosiertes Fingerspitzengefühl, Gewicht verlagern, in dem Fall viel auf dem hinteren Reifen. Es ist immer so ein Spiel zwischen, wie kann man es noch kontrollieren und wo ist es schon unkontrolliert. Viel Try and Error. Man muss auch probieren, wenn man im Schnee mal landet, tut auch nicht so weh. Passt bitte auf, vor allen Dingen auf Eisplatten. Wenn ihr eine seht, einfach nur geradeaus rollen, nicht bremsen, nicht lenken und hoffen, dass man drüber kommt. Wer wirklich viel Schnee und Eis hat, zu Hause oder viel auch im Winter auf Fatbikes unterwegs ist in alpinen Regionen, der kann sich überlegen, ans Vorderrad Spikes zu machen oder auch an beiden, weil diese Eisplatten hat man einfach immer wieder und da hat man mehr Grip, mehr Sicherheit und es fühlt sich auch einfach besser an. Beim Thema Bremsen auf Schnee ist es sehr wichtig, den Untergrund richtig zu lesen. Immer wenn du siehst, der Untergrund ist rau, dann hast du eher guten Grip. Bei glatten Untergrund natürlich ist die Gefahr von Eisplatten und dass ich eher wegrutsche. Das heißt, wenn ich guten Untergrund mit gutem Grip habe, dann benutze ich auch die Vorderbremse, um wirklich Geschwindigkeit rauszunehmen für die Passagen, wo ich gezwungenermaßen beschleunigen muss und nicht bremsen darf. Es gibt einfach Passagen bergab, Schnee, wo ihr merkt, ihr findet keinen Grip, um die vordere Bremse zu benutzen. Hinten ist es auch nur noch am Rutschen. Und wenn man dann entscheidet, man muss abbrechen, weil vielleicht gibt es einen Zaun auf der Wiese, auf der Rodelwiese, dann könnt ihr auch euch vom Bike trennen. Das ist wichtig, seitlich nach hinten in die Richtung wegzukommen, dass ihr auf keinen Fall nach vorne über den Lenker geht. Im Schnee tut zwar alles meistens nicht so weh, trotzdem lieber weg vom Rad und sich in den weichen Schnee abrollen. Noch eine gute Möglichkeit zu bremsen bei sehr schlechtem Grip ist der sogenannte Hockeystop. Ich blockiere meine Hinterradbremse und drifte quer zur Fahrtrichtung und bremse so mit beiden Rädern. Coole Technik, macht Spaß und führt sicher zum Stillstand. Liebe Leute, das waren ein paar Tipps zum Bremsen auf Schnee und ja, übt es auf jeden Fall, wenn ihr mal wegrutscht, tut nicht so weh. Unter dem Video findet ihr weiterführende Links zu den Spezialtechniken, die wir beide euch näher bringen zum Biken im Sommer. Wir haben jetzt im Schnee das Bergauf-Thema. Seid mir nicht böse, dass ich jetzt wieder der E-Bike-Fahrer bin, ja? Das kommt ab und zu vor, ich mache es auch gerne, fahre aber auch gerne mit normalen Bike und deswegen gehen wir darauf ein, wie ihr das mit der Unterstützungsstufe des Motors macht, aber wir haben auch Tipps für euch, die ohne E-Bike unterwegs sind. Es ist im Grunde ähnlich wie bei nassen Verhältnissen im Sommer. Wir haben sehr wenig Grip, das heißt, das Spiel, die Räder zu belasten, wird sehr, sehr wichtig, weil wenn man zu wenig Gewicht auf dem Hinterrad hat, dann rutscht es durch. Wir haben jetzt die Unterstützungsstufe durch den Motor und das ist egal, ob es Bosch oder Shimano ist, man stellt sich eine sehr geringe Unterstützungsstufe ein, meistens heißt das Eco-Modus, einfach damit man nicht das Problem hat, dass der Motor so viel Kraft zusteuert, dass das Hinterrad noch mehr zum Durchrutschen neigt. Die Körperposition beim Bergauffahren ist natürlich auch ausschlaggebend. Im Gegensatz zum Sommer sind wir im Winter selten so steil unterwegs, dass uns das Vorderrad hochkommt. Um viel Druck aufs Hinterrad zu bringen und dadurch Traktion zu erlangen, gehen wir mit dem Oberkörper rauf und rutschen mit dem Gesäß ganz hinten auf den Sattel.
Somit ist das Hinterrad maximal belastet und hat ausreichend Grip, um uns nach oben zu befördern. Wenn ihr auf dem Fatbike oder dem Mountainbike mit wenig Luftdruck unterwegs seid und ihr fahrt sehr harten, festen Schnee, könnt ihr auch mal aus dem Sattel gehen. Da gilt das Gleiche, wenn man im Wiegetritt fährt, dass man sein Gewicht leicht nach hinten verlagert, um wieder die Traktion aufs Hinterrad zu bringen. Das waren unsere Tipps für Bergauffahren im Schnee, auf Fatbikes, auf normalen Bikes. Unter dem Video findet ihr weiterführende Links zu anderen Videos und auch zu seinem Kanal und seinen Tipps. Danke fürs Zuschauen und nützt die Gelegenheit, im Schnee zu biken, denn dadurch wird auch eure Fahrtechnik für den Sommer besser. Speziell die Matsch-Skills, die werden sicher gepusht.